Diese Jungs wollen hoch hinaus und das schaffen sie auch durch ihre Ausbildung bei der Bayernwerk AG. Lasse, Erik und Florian werden Elektroniker für Betriebstechnik. Ihre Ausbildung ist vielseitig und spannend. Vor allem, wenn sie den Part der Ausbildungskolonne absolvieren, denn dann geht's in die Praxis und eben auf diesen 16 Meter hohen Stützmasten. An der Ausbildungskolonne ist einfach das Besondere daran, dass wir die Arbeiten mit den Azubis im Netz direkt unter realen Bedingungen durchführen. Die dürfen bei uns alles machen, Kabelbau, Freileitungsbau, Stationstechnik, das ganze Spektrum von einem Versorgungsnetzbetreiber, was er abdecken muss, können sie bei uns unter realen Bedingungen im Netz machen. Das heißt, Isolatoren und alte Bauteile wechseln, an der Leitung Schäden beheben, Vogelschutzmaßnahmen wie Abdeckhauben anbringen. Alles unter strengen Sicherheitsbedingungen. Die 20 Kilovolt Leitung ist abgeschaltet, zudem geerdet. Und natürlich sind die Azubis gut auf die Arbeit an den Masten vorbereitet. Also die Grundkurse finden bei uns in der im Ausbildungszentrum statt. Dort vermitteln wir ihnen die ganzen Tätigkeiten, wo sie später brauchen, um draußen richtige Montagearbeiten durchzuführen. Und wenn sie sich dann richtig sicher fühlen und wir merken, das funktioniert mit den Leuten, gehen wir dann raus ins Netz und machen dort richtige Arbeiten mit ihnen. Bei der Ausbildungskolonne erleben 31 Azubis die Praxis hautnah. Ihre Ausbildungsleiter betreuen sie dabei und nach rund einer Stunde ist der Mast wieder auf dem neuesten Stand. Und die Jungs in ihrer Ausbildung einen Schritt weiter.